Guten Morgen, meine Lieben, aus dem schönen Sardinien. So, jetzt wollte ich euch mal sagen, also das Wichtigste im Urlaub für den gemeinen Urlauber ist und bleibt, wie ich festgestellt habe, nicht etwa die Sonnencreme, nein, das Handtuch. Ja, weil mit was könnten wir denn sonst am Strand unsere Liege besetzen? Und ich verstehe das immer nicht. Also, ich meine, es sind nicht nur die Deutschen, auch die Österreicher und die Schweizer tun sich da besonders hervor. Schleichen die da nachts um 5, stellen die sich extra einen Wecker durch die Anlage, um dann den besten Platz an der Sonne zu ergattern? Und vor allem, der Mensch ist ja so ein Gewohnheitstier. Ja, wir haben uns jetzt mal gewagt, abends an einen anderen Tisch zu setzen. Na, da war die Hölle los. Da saßen wir aber schon die letzten 2 Tage. Ich sage, naja, nun, da ist es ja hier ein Ressort. Sie fahren ja auch irgendwann mal wieder ab, dann ist der Tisch ja auch besetzt. Nein, wir wollen aber unbedingt hier sitzen. Es ist schon schwierig, also mit den Gewohnheitsgeschichten. Ich meine, ich habe das in Antigua festgestellt. Da werden für den Strand blaue Handtücher ausgeteilt. Und wenn man die aber am Schluss nicht mehr abgeben kann, weil die Dinger nämlich weg sind, dann kostet das 35 Dollar für dieses Handtuch. So, jetzt haben wir uns immer den Spaß gemacht, weil ich gehe ja morgens um 5, 6 mit den Hunden am Strand, weil da beschwert sich ja dann keiner, ne? Weil es ist ja auch so, das sind öffentliche Strände, da darf man hin, auch mit Hund. Da steht auch kein Leinenzwang und nichts, aber da kommen dann die Leute morgens wieder durchjoggen. Nein, wir haben den Hund an die Leine. Also ich meine, selbst das legt der Urlauber nicht ab. Ja, dieses, tun Sie meine Hund an die Leine. Da sind sie also einem Menschen, der an Strand und die Hunde sind also, hallo, ja. Und dann haben wir uns immer einen Spaß gemacht, diese belegten Liegen, die Handtücher einzusammeln und dann in den Innenbereich, nämlich in den Garten, wo auch Liegen standen, dort die Handtücher hinzutun. Und dann haben wir abgewartet, was dann passiert. Dann kommen die und dann sieht plötzlich jemand anderes auf ihren Liegen. This was a reservation for us. Das haben wir reserviert. Da lagen unsere Handtücher drauf. Und dann sagen die natürlich, nee, lagen sie nicht. Dann habe ich mich als Zeuge eingeschaltet und habe gesagt, nein, da lagen keine Handtücher. Aber wissen Sie nicht, wenn Sie länger sich als eine Stunde nicht bei Ihrer Liege blicken lassen, dann werden die Handtücher eingesammelt. Aber da müssen Sie die dann abends bezahlen. Also die müssen Sie dann bei der Abreise wieder bezahlen. Weil wenn Sie jetzt ein neues Handtuch, müssen Sie das bezahlen. Das geht doch nicht, das hat uns kein Mensch gesagt. Aber ich meine, das ist ganz neu für uns und so. Die haben das nie wieder gemacht. Wir haben sie zum Schluss richtig gut erzogen gehabt. Ja, also hier ist es aber ungefähr genauso. Hier muss man überhaupt alles reservieren. Also nicht nur die Liegen, sondern selbst wenn man sich in den Pool legen möchte, muss man sich vorher seine Liege reservieren. Das muss man aber ansagen. Jetzt bin ich aber nicht sicher, ob ich dann überhaupt in den Pool möchte. Deswegen geben die hier auch Fahrräder aus, weil von hier bis zum Pool, das sind gefühlte 10 Minuten Fußweg. Jetzt entscheide ich mich aber nicht zum Pool zu gehen, muss ich wieder 10 Minuten. Sehr anstrengend. Ich reserviere gar nichts, ich gehe gar nicht erst an den Strand. So schön ist auch nicht. Also, Handtuch. Ganz wichtiges Requisit im Urlaub. Wir reservieren. Wir Gewohnheitstiere. Da geht's aus.